Ushiria, vielleicht ein wenig weg vom Sport. Die Tourdirektion hat sich gestern auf der Bühne präsentiert in einem ganz anderen Format und man hat gesehen, ja, es sind unentdeckte Talente plötzlich ganz groß da gewesen. Na, es war für uns eigentlich ein Auftrag, dass wir uns einmal bedanken bei unseren Mitarbeitern, die hier wirklich ihren Urlaub dafür verwenden, bei der Österreich-Rundfahrt mitzuwirken und einen ganz tollen Job machen. Und wir waren der Meinung, sie haben es verdient, dass wir uns da etwas überlegen für sie. Und ja, man muss halt flexibel sein und ein paar andere Seiten auch zeigen können. Zum Ernst der Sache noch ganz kurz, jetzt bevor wir zur Etappe von heute kommen, wie geht's Daniel schon? Ich habe gerade mit seinem sportlichen Leiter telefoniert. Der Daniel hat eine Knieoperation gehabt vor ein paar Wochen und diese Wunde ist leider aufgeplatzt bei seinem gestrigen Sturz. Musste jetzt wieder neu versorgt werden, neu behandelt werden und ich sage, es hätte schlimmer ausgehen können, aber ich denke, dass er in 14 Tagen wieder beginnen kann zu trainieren. Die ersten Etappen sind geschlagen, unglaubliche Begeisterung überall, auch hier bereits beim Start wieder, so viele Leute, ja, absolutes Radfieber. Ja, die Tour kommt gut an, wir sind auch in den Medien sehr gut vertreten und es macht Spaß heuer. Man hat vielleicht am Anfang, zumindest aus Oberösterreich, ein wenig Kritik geübt, dass nicht alle österreichischen Teams teilnehmen dürfen, aber es hat sich gezeigt, der richtige Weg, die österreichischen Mannschaften hier. Sie fahren mit, sie zeigen, sie möchten aufzeigen, wir sind auch da international und es ist ein großer Lernprozess und vor allem ein guter Lernprozess für diese Teams mit der Weltklasse mitzufahren. Auf jeden Fall, es sind hier die stärksten österreichischen Teams jetzt am Start und ich denke auch, dass es für die eine Motivation ist, mit diesen Topstars mitfahren zu können. Super, danke. Gerne.